Es wird ein großer Basketballabend in der Euroleague, wenn der FC Bayern als deutscher Meister auf den französischen Rekordmeister Villeurbanne trifft. Und dank eines Insiders wissen die Bayern, was sie erwartet. Der Marcus Nelson spielte 3 Jahre für die Mannschaft aus Frankreich, bevor er in diesem Sommer zum FC Bayern kam. Meine Aufgabe damals war, die Mannschaft und ihre Sicht auf das Spiel auf das Euroleague-Level zu bringen. Das war das Ziel, und die französische Meisterschaft zu gewinnen. Und das haben wir geschafft. Vor dem Spiel in der Königsklasse müssen die Münchner das überraschende Aus im deutschen Pokalwettbewerb verdauen. Gegen die Baskets Bonn ist bereits im Achtelfinale Endstation. Ist auf jeden Fall noch im Kopf ein bisschen drin ist, gerade wegen meiner unglücklichen Aktion am Ende, die mich dann doch auch noch beschäftigt. Aber Schlag auf Schlag, es geht gleich weiter, deswegen muss man das irgendwie schaffen, dann doch wieder schnell aus dem Kopf rauszukriegen. Mit der Niederlage im Pokal ist für die Bayern auch der Traum vom ersten möglichen Titel der Saison vorüber. Wenn jetzt der Rhythmus alle 2-3 Tage ist, dass man sich da jedes Mal neu für das Spiel, egal welcher Gegner da kommt, neu fokussieren, motivieren und da alle Kräfte sammeln kann und nicht in Spiele vielleicht reingeht und sagt, bisher haben wir alles gewonnen, das schaffen wir schon. Es bleiben die Meisterschaft und die Euroleague. Und in letzterer kommt mit Villeurbanne zwar ein Euroleague-Neuling, der aber seine ersten beiden Spiele in dieser Klasse gewonnen hat und dies gegen Topclubs wie Olympiakos Piräus und Panathinaikos Athen. Sie spielen sehr hart und schnell. Sie übernehmen genau den Plan ihres Trainers, sind im Spiel aggressiv und darauf müssen wir uns einstellen. Ich weiß, dass sie sehr, sehr gut gestartet sind in der Euroleague als neue Mannschaft. Eine sehr, sehr athletische, schnelle Mannschaft ist. Den französischen Basketball ist man vielleicht noch nicht so ganz gewohnt. Trotz des Pokalaus nimmt der Termindruck beim FC Bayern nicht ab. Am Donnerstag geht es in der Euroleague gegen Villeurbanne, am Sonntag gegen die in der Bundesliga noch unbesiegten Oldenburger. Und so geht es weiter und weiter und weiter.